Hallo Leute, heute möchte ich euch den Conrad Switch vorstellen. Das ist ein Gigabit Switch mit 8 Ports. Hier haben wir die Ports und hier haben wir die LEDs. Wofür wird so ein Switch verwendet? Also ein Switch braucht man, wenn man zum Beispiel nur eine einzige Internetverbindung hat und man möchte sie natürlich auf verschiedene Geräte aufteilen. Dann ist so ein Switch schon ziemlich vorteilhaft und ist auch unverzichtbar. Ja, also zur Funktionsweise eines Switch. Man steckt hier einfach nur alle Kabeln an und dann sollte es normalerweise funktionieren. Also hier zum Beispiel Eingang auf 1 und die Ausgänge da hinten halt. Also das ist jetzt ein Unmanaged-Switch. Da gibt es wieder zwei verschiedene Arten von Switch. Es gibt ein Managed-Switch und ein Unmanaged Switch, das wäre jetzt ein Unmanaged Switch. Das ist ziemlich einfach, man kann hier eigentlich gar nichts einstellen, man steckt hier einfach alle Kabeln an. Bei den Managed Switch, das sind wieder die Industrie Switch, die haben so um die 12 bis 24 Ports. Da hat man natürlich mehr Möglichkeiten, die haben sogar zusätzlich einen Uplink. Man kann da mehrere Switch miteinander verbinden. Durch den Uplink haben sie natürlich eine höhere Bandbreite, untereinander natürlich. Und man kann da alles einstellen. Man kann zum Beispiel Halbduplex, Vollduplex einstellen. Man kann 10 Mbit, 100 Mbit, Gigabit einstellen. Und Quality of Service hat man. Also da hat man natürlich mehr Einstellmöglichkeiten. Da gibt es natürlich auch Software zur Überwachung, was man zum Beispiel bei solchen einfachen Switch nicht hat. Was noch wichtig ist bei einem Switch, wenn man sich eins aussucht, man sollte eher die hochwertigeren Switch kaufen, weil bei den günstigeren Switch ist das eben so, man hat hier eigentlich überall bei einem Gigabit Switch überall 1000 MB zur Verfügung. Aber im Backplane, das ist das Wichtigste, dort wo alles zusammenkommt, bei günstigeren hält man leider etwas weniger Bandbreite und dadurch zahlt sich das gar nicht aus. Also die Übertragung wird dann bei allen Ports um einiges langsamer. Deswegen meine Empfehlung, immer die etwas hochwertigeren Switch kaufen, ein bisschen mehr drauf zahlen und das passt. Ja, also nur ein Nachteil zum Beispiel bei solchen normalen Switch für den Heimgebrauch wäre jetzt, es kann zum Beispiel öfters vorkommen, dass die automatische Erkennung nicht ordentlich funktioniert. Und diese Switches sind nämlich lernfähig. Die erkennen zum Beispiel, was für ein Gerät an welchem Port angeschlossen ist und dann erkennt er auch automatisch, ob er Halbduplex oder Vollduplex arbeitet. Nur manchmal kommt das so vor bei automatischen Sachen, dass es halt zu Fehlern kommt. Zum Beispiel erkennt er auf einmal, dass du nur 100 Mbit zur Verfügung hast oder 10 Mbit, dann merkst du auf einmal, dass es langsam wird. Dann sollte man vielleicht den Switch schon mal resetten, wenn man die Möglichkeit hat, oder mal vom Strom ausstecken, damit er alles wieder neu lernt. Ja, also da gibt es dann noch den Vorgänger von dem Switch, das waren die Hubs. Die Hubs haben eigentlich die ähnliche Funktion gehabt wie die Switch, nur mit dem einen Nachteil, dass bei den Hubs zum Beispiel an allen Ports gleichzeitig Daten rausgesendet worden sind. Dadurch hat man natürlich mehr Bandbreite verschwendet und es kam natürlich auch öfters zu Kollisionen. Das hat man zum Beispiel bei einem Switch nicht mehr. Und das ist ein deutlicher Vorteil. Ja, was gibt es sonst noch darüber zu sagen? Ja, ein einfacher Switch funktioniert auch einfach. Gut, und jetzt zeige ich euch noch, wie man das Ganze hier ansteckt. Also logischerweise hier das Netzteil, Strom. Einfach nur nach der Reihe einstecken. Das ist die Zuleitung. Das ist mein Endgerät, mein zweites Endgerät. Hier haben wir die LEDs leuchten. Okay.
Momentan sind nur zwei Ports aktiv, weil mein Laptop zum Beispiel nicht eingeschaltet ist. Jetzt habe ich eigentlich schon Internet. Also, wie ihr seht, habe ich hier unten schon Internet. Mein Internet funktioniert super. Nur ein Nachteil bei dem Switch wäre jetzt zum Beispiel das hier. Man erkennt den Switch gar nicht im eigenen Netzwerk. Also es ist schwer, einen Fehler auswendig zu machen, wenn man den Switch gar nicht sehen kann. Bei Managed Switch oder Industry Switch hat man natürlich die Möglichkeit, die dazugehörigen Programme zu verwenden, um die einzelnen Ports zum Beispiel zu überwachen. Okay, gut, danke fürs Zuhören.